Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reinfected. Ah, schön, unser Glas, also jetzt noch nicht bald, unser Glashaus. So, mal einen kleinen Schluck trinken, das passt so, ein bisschen was essen, essen, essen. Wir haben, welches Monat haben wir denn? Dezember, bald ist Weihnachten. Ach ja, So. Haben wir hier, da würde ich gerne ein zweites Photovoltaikmodul dazustellen. Strom. Und einst werden es 100 sein. Naja, schauen wir mal. So. So. Und noch eines. So, lieber sind wir natürlich die Windräder. Angezeichnet ist es mal. So, da stehen wir. Oh, genau da. Rein. Super. So, viermal springen. Ist auch okay. Ah ja, wir wollten ja das Gefahrometer mal testen. Wie sich das so tut. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, Moment. So, jetzt haben wir die vier übersiedelt. Das ist schon mal ganz gut. Ist natürlich noch lang nicht alles. Nehmen wir die anderen auch noch mit, weil dann haben wir es erledigt, oder? Ja, ich denke, das ist gut. So. Früher haben wir die besser in Reihe gebracht. Ja, da waren wir auch noch jünger. So. Kurz da. Das grüne Leuchten. So, vielleicht können wir es mit der Reihe dann ausgleichen. Dass zumindest einigermaßen gleichmäßig aussieht. Na. So. Oh, ist doch besser. Stückchen noch hin. Oder will er nicht? Da will er nicht. Oh, Pixel. So. Ja, da geht's wieder. So, wir stehen den mal da raus. Bald wird schneien, befürchte ich. Och, komm. So. Der steht da. So, jetzt rauf mit ihm. Und die letzten beiden, dann sind zumindest mal alle oben. Das ist der letzte und dann kann man schön gemütlich ans Anpflanzen gehen. Später mal, wenn das Ding fertig ist. So, wir schauen mal hierher. Okay, ein bisschen was haben wir geholt, das ist gut. So, die Fragments haben wir hier. Wobei, die zwei könnte man eigentlich da reinwerfen. So, Sand auch schon. Wir brauchen da oben ja dann noch Glas. Ganze Menge. So. Ihr hier, er hier. Wieder da rein. So. So, wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? Den haben wir wahrscheinlich unten lassen. Moment, Spitzhacke. Haben wir nicht. Brauchen wir. So, alle Türen auf. Oh, da müssen wir Kohle nachlegen, bevor es uns kalt wird. So, Kohle. So. So, jetzt passt's. Jetzt habe ich wieder die Spitzhacke nicht mit. Naja. So, da ist der Wagen. Wir holen eine Ladung Holz. Drehen, nein, platzieren das Gefahrometer um. Schön. Hat geschneit. Schön. So, und
Frühjahr, wenn wir dann auf die Suche nach Mike gehen, glaube ich, oder? Ja, ich denke schon. So, wir stehen mal in dem Wagen daher. Und jetzt machen wir das Experiment. Ich bin sehr gespannt. So. Da sind wir. Lichtwert 8, ja. So. Und jetzt sage ich den mal. Löschen. Kann nicht gelöscht werden. Oh. Bewegen. Schade. Ich hätte ihn da gerne hergestellt. Schade. Gut. Abgebrochen. Schade aber auch. Jetzt müssen wir da außen wieder rum. So, Moment. Schade eigentlich. So, Schützenbogen, der hält 64, der hält nur noch 2. Oh. Verdammt. Fehlt mitten auf dem Weg. So wollte ich es nicht. So. Der kommt da rein. Da haben wir die Fasern. So, wie viel Strom haben wir? Ja, schalten wir wieder ein, oder? Muss man das jetzt immer manuell? Ich meine, ja, wir haben keinen Schalter. Jetzt geht's wieder. Ja, wir haben keinen Schalter, aber egal, oder? Oh, jetzt geht's wieder. Minus 35, super. So, apropos minus 35, wenn wir jetzt hier mal auf das alte Dach gehen. Oh, 15 Alubahn. Okay, 15 Alubahn und 12 Blei. Ja, wir haben mal 14 Alubahn, das ist schon mal nicht schlecht. War das 12 Blei? Ich denke ja. So. Wir haben heute rote Hintergrundbeleuchtung. Auch gut. So. Ach, kein Blei. So. Kupfer und Kobalt. Kupfer und Kobalt. So. Kobalt? Waren das 12? Ich glaube. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist noch ein Extraktor in der Höhle. Definitiv. Du kannst die Ressourcen einstellen, so wie du sie brauchst. Ja, ja. So. Kupfer fehlt, Kupfer fehlt. Ein Alu, Kupfer und viel Eisen. So, da würde ich mal sagen, wir schauen, dass wir... an mehr Eisen kommen. So. Können wir natürlich den mal anzünden. Ich sag anzünden und bin gleich mit der Flasche bereit. Super. So, oh, sind auch 5. Yeah, kann man die gleich dazulegen. So. Möglichkeit wäre natürlich, dass wir den da auch aktivieren oder einen von den beiden runterstellen. Ich bin aber, was den Output hier betrifft... Ja, extrahier mal hier nur Eisen. Okay. So.
Sehr gut. Fast. Super. So, dann kann der da auch da nach hinten. Den stellen wir da einfach mal rein. Brauchen wir dann auch. So. Den stellen wir da mal hier. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier wieder drinnen, 30 und 6 Stück. Also es läuft ja, es läuft ja. So, da haben wir den hier. Und wenn der voll ist, drehen wir den halt auf. Ja, sukzessive wird's was. Wird's was. So, Kopfer brauchen wir für oben fürs Glashaus. Und ich bin am überlegen, ob wir hier zubauen, dass wir da einen Weg haben. Würde ich charmant finden. Den hier. So, zuerst mal da abdrehen. So. Bam. So, ein paar Brettchen. Und drei Holzscheite. So. Trinken. So, wir brauchen Glas. Wir brauchen sehr viel Glaszeug. Hier haben wir noch ein bisschen Glas gehabt. Irgendwo war noch Glas. Oder habe ich mich vertan? Okay, nö. Das war's mit Glas. Das war der Spaß mit Glas. So. Hier mal den fertig. Jetzt endlich die Spitzhacke hier. So, super. Ja, es dauert halt ewig, ne? Bis da was rauskommt. Da hätte ich lieber Steine, ehrlich jetzt. Ich meine, eine Minute pro Stein. Da machen wir lieber Stein und schauen, dass wir da immer mehr Strom haben. So, apropos Strom. Ja, super. 1700 minus 36 Strom. Das kann eine Zeit lang laufen. So, ich schaue mal, was wir davon essen. Essen. So, dann werden wir da gleich nachholen. Das gute Wasser. Yeah. So. Brauchen wir auch vielleicht noch irgendwas zum drüberlaufen. Ja, mit den zwei werden wir nicht weit kommen. So. Immerhin, nur noch 16 Glas. Und so schlimm ist das gar nicht. Da sind wir schnell durch, glaube ich. Irgendwas müssen wir mit denen da machen. Die müssen da weg. Die müssen weg. So, da hätten wir ein bisschen was Glas. Wir werden jetzt sukzessive hier am Glas weiterbauen. So, hier. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. So, weil hier brauchen wir noch 15 Eisenbahnen. Das ist halt... Aber können wir natürlich machen, dass wir das hier verwenden, um noch einzuschmelzen. Aber ich denke mir halt, sobald wir das hier haben, die Teile hier, brauchen wir das eigentlich auch nicht, den Rest. So. 1, 2, 3. Ihr seht, das geht ja fix. Bam. So. Schmeißen wir das rein. Ja, und ich denke mal, heute kriegen wir das hin. So. Da könnte man eigentlich auch oben reinwerfen. Ach, schön mit der Sonne und so. Und gerade hier, da ist keine Sonne, wo die Solarmodule stehen. Wunderbar. Herrlich. So, jetzt haben wir sogar schon zwei. Hippie bra. So, vier da rein. Oh.
geht. Na, siehst du, mehr Strom kommt rein als raus geht. Super. Das ist ja super interessant. Okay. Ja, mir soll es recht sein. Ja, es ist mittags. Ja, alles gut. Möge das so bleiben. So, da sind wir auch gleich durch. Durch. Jetzt kann man da ja so einfüllen zum Beispiel. Wahnsinn. Und dafür auch so rausnehmen. Das ist großartig. Das ist großartig. So, na dann. Feuer frei. So, da sind wir gleich durch. Da haben wir zwei. Das können wir gleich löschen. Na? Ach, wir haben kein Wasser mehr. So, Moment. Und Wasser drauf. Sehr gut. So, da sind wir fast durch. Die vier Glas werfen wir ganz wild da rein. So, 12 Stück nur noch. 8 Kopferbahn. Das ist natürlich etwas mehr. So, 5 Eisen waren noch. Ja, läuft. Finde ich jetzt gar nicht. Also wirklich. 5 Eisen waren. Das ist ruckzuck. So. Soll ich da auch? So, dann würde ich sagen, eine Ladung Holz von unten noch holen, oder? Brennt da jetzt was? Ja, da brennt jetzt was. Wir holen gleich. Wunderbar. So, jetzt wieder eine Ladung Holz holen, dann können wir da oben auch weitermachen. So, 2 Glas nur noch und 8 Kupferbahnen. So. Wo ist der Holzwagen? Holzfällerwagen, Holzfäller. Und ich will das Ding da abdrehen, das rote. Also. So. Bam. Oh, viel schöner gleich. Viel, viel besser. So, geb auch Frosch, aber brauchen wir im Moment nicht. Trinken. Yeah. So, holen wir uns ein bisschen Blei von drinnen, von der Höhle. Zuerst mal den raufbringen. 8 Kupfer, glaube ich, brauchen wir ganz dringend sogar. Oh, schön. Sind zwar, glaube ich, keine 8 Kupfer, aber ein paar Kupfer. Ja, ja. Ja, ja. Kaum ist irgendwas, keucht er wieder. So, dann haben wir mal hier. Moment. Reicht natürlich nicht ganz aus, aber ist schon gar nicht schlecht. So, so. Super. Ach, sehr schön. Sehr schön. Gleich anzünden. 9,2. Wir nähern uns. Ist natürlich jetzt nicht Kerninteresse von mir, die Horde auszulösen. Die Horde. Aber. Schneit's gerade. Schneit. Das kommt da rein. Nehmen wir da einfach mit. So. So, eine Kiste mit Samen ist hier dabei. So, die stellen wir mal.
daher. Dann stellen wir die da drauf, damit die da auch nicht mehr so im Weg rumgehen. So. Dann haben wir hier Samen. Die Kiste werden wir dann aber nach oben transportieren irgendwann. Dann haben wir hier Essen. Eher so zum Verderben vielleicht. So, und hier würde ich gerne eine Dose schnabulieren. 8 Stunden. 8 Stunden. 7 Stunden. Die eignet sich. So, super. Super, minus 36 und noch immer genug da. So, wie schaut's aus da? Jetzt kann man das nämlich auch anzünden. So, und das können wir gleich ablöschen. Yeah. So, super. So, 3 Eisen nur noch. So, und jetzt haben wir den Weg, da muss ich mir noch einen Gedanken machen, oder 2. Jetzt haben wir den Weg darüber. So, bei dem hier fehlt 4 Kupfer, 5 Eisen. Da fehlt, oder fehlt ein Alu auch, das haben wir sogar. So, nur noch Eisen. 4 Kupfer noch. So, 2 Kupfer noch, das geht. So, und da würden 8 Kupfer bauen. Die werden wir uns dann machen mit dem... So, Eisen ist keins mehr da. Sehr gut. Und da kommt dann noch eine Regalreihe drauf. Ups, nachschauen. Ja, das wird doch. Das wird doch. Sehr schön. So. Den hier und anzünden einmal. Yeah. So, Lichtwert ist schon ziemlich hoch. Freue mich schon auf die nächste Horde. So. So, mal da ins Glashaus reinwerfen. 8 Kupfer noch. Schon viel auch. So, Glashaus ist voll mit Glas. Jetzt können wir damit Steinen werfen. 8 Kupfer noch. So, restliches Glas da rein. So, und 3 Eisen. Da sollte man dann langsam mal dran denken. So, jetzt geht es natürlich noch schneller aus. Moment, wir brauchen den Verwässerungshammer kurz. So, und ab. Bisschen Kabel, so, weil wir haben nur noch 920. Nein, lass die Kabel hier. So, wenn man von hier verbindet mit dem hier. Ja, genau. So, dann nehmen wir da und werfen das mal da rein. Passt so. So. Jetzt geht es natürlich extrem schnell hier. So, und löschen. Bam. So, so viel wir tragen können, nehmen wir da mal mit. Dankeschön. So, da füllen wir ein. Wunderbar. Jetzt könnte man eigentlich noch einmal laufen. So, da ist nichts mehr drin. Da haben wir noch ein paar. Sehr schön. So, die verteilen wir da jetzt. Hier bis voll. Ja, und irgendwann ist dann Strom aus. So, Kabel weg. Sehr gut. So, du ein Glas. Das nehmen wir alles mit, das nehmen wir alles mit. Da ist nichts mehr drin. Da ist ein bisschen was drin. Sehr schön. Jetzt haben wir gestern gerade erst eine Horde gehabt. Haben wir heute vielleicht wieder eine. Hier wissen es einfach nicht.
So, 8 Kopfer. Ich will da drüben noch einmal, also noch einen Ding fertig haben. Einen Kopfer bauen. 5 Eisen. Wir haben nur 3. Machen wir das? Ach was, wir machen das. Wir werfen das da rein. So. Was ist eigentlich der Wagen? Den würde ich gerne mitnehmen. So, nein. So, der müsste eigentlich da rumstehen. Einfach so. Genau. Aha, brennt hier noch was? Ach, Gott sei Dank. So, füllen wir den noch an und dann gehen wir runter, oder? Ja, füllen wir den noch an. So, mal da rein. Da rein. So. Sand werden wir mal vorerst vernichten. So, und jetzt gehen wir runter. So, Licht kann ja im Moment nicht steigen. Also, kann schon, wird aber nicht. So, und wir holen uns eine Ladung. Holz. Und den Kleinen da nehmen wir auch gleich mit. Der passt so gut drauf. Der kommt in den Wagen. Sehr schön. So, wir holen hier ein bisschen ab. Naja. Naja. Kupfer, glaube ich, wäre es gewesen. Was wir gebräucht hätten. So, und da könnte man auch mal wieder nachlegen. Biomüll in die 2 da. Bin schon froh, wenn wir das voll gebaut haben. Das Glashaus zu ist. Dann können wir nämlich das Zeug dort auch anbauen. Das ist ja faszinierend hier. Schnee. Ist das Schnee? Moment, ist da was drin? Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich. Ich kann von hier aus Schnee holen. Das ist ja super. Das ist nicht schlecht. So. Ja, wir brauchen definitiv noch 2 Extraktoren. So. Definitiv. So. Oh, für drüben. Ja, vielleicht machen wir da einfach hier zu. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht für später das Projekt. Oder ist hier genug drin? So, wie schaut's aus da? Ja, sieht aber ganz gut aus hier. So. Da rein, da rein. Da machen wir H, da machen wir H. Hahaha. So. Nein, ich wollte die Rinde ablegen. So, Rinde und Fasern. Immer da eh noch relativ gut. Der Wagen blockiert mich. So. Haben wir da einiges am Blei. Ich leg's ein, ich bin so frei. So, da haben wir nichts. Kohle ist auch überall eigentlich noch genug drin. Ja, für so wenig, wie wir da immer durchlaufen lassen, reicht unsere Kohle. Sehr schön. Ah, so, Extraktor war das nächste Projekt, weil die beiden laufen ja sehr schön. Strom aus? Wirklich? Ach, wie schade. So. Aber immerhin, Eingangsstrom 102. Nicht schlecht.
Zwei Module sind fertig, produzieren 40. Das ist gut. Das ist gut. Wir schnappen uns die Fragments von da. Fragments von da. Werfen rein. Und zünden mal an. So, und dann haben wir das hier auch. Da haben wir ja 10 Eisen. Bam. So, ein Fragment, ein einzelnes da rein. Da ist nichts mehr drin. Ich nehme da mal das mit, ja. So. Aufgefüllt haben wir da. Dann auch noch hier ein bisschen rein. So. Sehr schön. Ja, mit den Steinen, das gefällt mir hier besser, als wenn man da auf irgendwie Erzextraktor. Ja, ist gut, aber brauchen wir nicht. Im Moment brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, wir gehen mal rüber. Vielleicht drehen wir gleich ab. Nö, bisschen noch. Bisschen noch. Ja, 9,8. Könnte eng werden. Könnte eng werden. Kein Eisen da. Wird sich für einen Extraktor nicht ausgehen. Ist aber so. Müssen wir damit leben. Apropos leben. So, das warten wir noch ab. Dann könnten wir löschen. Sollten wir die Horde gleich auslösen, weil dann haben wir es hinter uns. Oder? Ja. Eigentlich ja. So. 1, 3. Bam. So, wir laufen mal runter mit dem Wagen. Hallo? Wie viele Pfeile haben wir noch? 27, es geht. Müsste nicht die Horde jetzt schon langsam antanzen? Letztens sind sie auch von hier irgendwie so rübergelaufen, letzte Horde, und haben da Halt gemacht und sind dann darauf gelaufen. Wow! Hallo? Von wo sind die jetzt gekommen? Leider nicht gesehen. Aber es war fies. So. Öl. Sehr gut. So, wir hatten 27 Pfeile. Wir haben noch 27. Wir haben einiges bekommen. So. Bin aber trotzdem nicht ganz so zufrieden. Ach, schade. So. Wieso fällt der da runter? So, er hier. Ein 61er Bogen, sehr schön. Ich nehme hier den. Oh, ich komme nicht hin. Ich komme da nicht ran. So, den nehme ich mal so mit. Dann holen wir uns den da. So. Ah,
Haben wir nicht mehr so viele Eisenbröckchen. Okay. Ja, ja, ich habe es gesehen. So. Hier schnell aufmachen. Oh, da sind ja keine mehr drin. Oi, 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 oi. So, haben wir ein bisschen Strom? Ja, mach mal. Dass man die dann immer so selber anwerfen muss, finde ich schon ein bisschen... Ja, vielleicht braucht man einen Schalter. Einfach einen Schalter. Ich dachte, dieser Schalter muss ausreichen. Egal. So, wir brauchen ein paar Fragments, damit wir das reparieren können. Ja, das ist gut. Und in der Kiste haben wir zu wenig drin. Was ist in der anderen? Nein, das ja, Biomüll. Füllen wir das dabei da gleich ein. So, Biomüll haben wir da. So, wir geben einen rein. Einen so, dann machen wir den, den. So, dann einer rein. Einer so, den, den. Den, den, den. So, und jetzt holen wir uns Fragments. Ich hoffe, es sind ein paar fertig. Naja, 8 Stück, 9 Stück. Naja, viel, naja. Viel ist es nicht. So, das kommt rein. Da einmal Fragments, das ist gut, weil dann haben wir da 5 Stück. Ja, ich meine, wir könnten die ganzen Fragments auch unten für die Reparatur verwenden. Machen wir das bitte. So. Aber 10 ist sowieso zu wenig. So, dann haben wir ihn hier, so und laufen mal runter. Sechs Stück wären noch da. So, jetzt von unten nur schauen. Super. Alles erledigt. So, wir droppen den gleich wieder da drauf. So, tauschen ihn aus mit dem Bogen. Da steht er. Super. So, und die lassen wir da für die Reparatur für die nächste. So, was kostet eigentlich ein Ölsauger oder eine Ölpumpe? Das wäre mir ja noch lieber. So, Zeug. Wir haben ihn und ihn. So, Öl und Benzin, ihn und ihn. Einmal Alu. Oh, das brauchen wir für... Oh, das brauchen wir für das Ding da drüben. Oh ja, irgendeiner braucht ein Stück Alu. Dir was nicht? Ich weiß auch nicht. Super. Zwei Kopfer und viele, viele Eisenbahnen. Ja, Kopfer haben wir im Moment halt nicht. Schade. So. Dann nehmen wir das mal mit. Das mal mit. Das ist natürlich super. So, das Blei brauchen wir im Moment gar nicht, glaube ich. Viele Wege führen nach oben. So, Kopfer haben wir nicht dabei. Es macht nichts. Da fehlen noch 2 Kopfer. Der ist fertig. 2 Kopfer noch, dann haben wir 4 Module. Yeah. So. Und immerhin schon 4 Eisenüberschuss. Da werden wir dann natürlich einen Extraktor draus bauen. So. So. Wo war denn das drin? Ah, ich weiß schon. In der Kiste. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, nachdem wir heute wieder eine Horde gehabt haben und etwas überzogen haben... jetzt sogar 3 Module haben. Jetzt geht's aber los. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, morgen 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.